willkommen zu einer neuen Herausforderung von Catch a Sketch. Ich habe mir für die neue Catch the Sketch Challenge das Thema Blumen ausgesucht und eine Farbkombination, die heißt Heideblüte, Fräsienlila und Babyrosa. Und ganz kurz für alle, die Catch the Sketch noch nicht kennen, das ist eine Mitmach-Challenge. Du hast ab dem 15.07.2024 4 Wochen Zeit, mitzumachen, entweder zum Thema Blumen oder zu der Farbkombi oder zu beidem. Also beides zu vereinen in einem Projekt. Das werde ich heute tun und möchte dich ein bisschen mitnehmen auf die Reise. Wie komme ich denn von dem Thema und der Farbkombi zum fertigen Projekt? Die Farbkombi habe ich mir ausgesucht. Müssen wir mal ehrlich sein, ne? habe ich mir ausgesucht, weil ich sie gerne mag. Und das Thema Blumen muss natürlich auch irgendwann mal verarbeitet werden. Wir haben unfassbar viele Blumen im Katalog von Stamping Up und unfassbar viele Möglichkeiten, mit Blumen zu arbeiten. Und darum habe ich das Thema Blumen gewählt. Wie gehe ich dann jetzt vor? Ich überlege mir als allererstes natürlich, welches Blumenset habe ich denn überhaupt zu Hause? Welches Blumenset kann ich überhaupt benutzen? Ich habe mich entschieden für das Produktpaket, bestehend aus dem Set Flowers of Beauty mit florale Schönheit als Stanzform. Und das findest du auf Seite 55 im aktuellen Jahreskatalog von Stamping Up. Und der nächste Step ist, wenn ich jetzt weiß, was ich für ein Blumenset benutze, dann frage ich mich, was möchte ich denn machen? Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Ich kann eine Wimpelkette machen, ich kann einen Bilderrahmen gestalten, ich kann ein Layout gestalten, ich könnte eine Scrapbook-Seite gestalten, also für ein Fotoalbum, oder ich könnte eine Verpackung gestalten oder eben einfach auch eine Karte. So, dann haben wir die nächste Frage. Wenn Karte, welches Format? Was soll diese Karte bezwecken? Vielleicht habe ich irgendeinen Geburtstag oder einen Hochzeitstag oder ein Kind ist geboren. Oder man kann alles mit Blumen ausrichten. Ich habe mich jetzt entschieden, für euch eine Geburtstagskarte zu machen. Und habe noch so ein paar Side-Produkte. Die zeige ich euch, wenn es dann soweit ist. Ich finde, wir starten erstmal und den Rest erzähle ich einfach zwischendurch. Genau, man startet mit Aufräumen, ist ja immer so, ne? Habt ihr das auch, wenn ihr was basteln wollt, dass ihr erstmal den Arbeitsplatz säubern müsst? Ja, ne? Also bei mir ist auch immer so, wenn ich fertig bin, bin ich fertig und beim nächsten Mal fange ich an mit Aufräumen. Ich habe übrigens gerade schon mal vorgearbeitet ein bisschen. Nein, ich drehe dieses Video tatsächlich zum zweiten Mal. Insofern müssen wir jetzt gerade damit leben, aber das können wir auf jeden Fall, ne? Ich habe mich entschieden für eine Karte im DIN-Lang-Format. Dafür brauche ich etwas über einen Bogen. Ich habe aber noch einen Anschnitt, den benutze ich gleich einfach mit. Und insofern nehmen wir unsere Papierschneidemaschine. Ich arbeite übrigens normalerweise nicht so herum. Normalerweise ist dieser lange Arm direkt vor mir, weil ich dann präziser gucken kann, wo mein... kannst du ja nicht sehen, ne? Ja, also ich kann präziser gucken, wo ich schneiden möchte. Wenn ich das hier so umdrehe, habe ich hier immer erstmal 30 cm zwischen mir und muss irgendwie diese Strecke überwinden. Insofern arbeite ich normalerweise andersrum, aber für dich und dieses Video arbeite ich jetzt einfach mal so rum, dass du es sehen kannst. Genau. So, wir haben 21x21, ist eine DIN-Lang-Karte. Schneiden wir hier 21 ab. Das Stück brauchen wir gleich noch. Und dann falzen wir sie einfach bei 10,5. Nehmen das auch noch raus. Achso, wir könnten ganz schnell eben den Auflieger. Ich arbeite übrigens immer mit extra starkem Grundweiß.
denn ich hätte gerne eine wertige Karte, so dünneres Papier, mag ich persönlich nicht so gerne und finde einfach schön, dickere Karten mit wertigerem Papier zu machen. Und jede Karte kriegt bei mir einen Auflieger. Das ist eine zweite Lage in der Karte. Ich zeige es dir gleich. Die ist in der Länge und in der Breite einen halben Zentimeter kürzer als die Grundfläche der Karte. Wir haben jetzt hier also 10 mal 20,5. So, mal eben gucken, ob ich jetzt vor lauter Tratschen. Nee, war richtig. Dann können wir das zur Seite räumen. Dann haben wir noch hier ein Falzbein. Falzen die Karte. Ne? Siehst du hier so einen halben Millimeter? Sowas passiert dann, wenn ich nicht genau dahin gucken kann, weil das alles so 30 cm weg ist. Aber ist nicht schlimm, ich nehme dann immer diese etwas längere Seite als Vorderseite, wenn mir das passiert. Und lege dann den Layer, also den Aufleger, Auflieger, es gibt so viele Worte dafür, den Layer, einfach oben drauf. So, das ist mein Kartengerüst, das finde ich schön. Man kann natürlich auch noch hier jetzt ein farbliches Zwischenstück einlegen. Das ist mir persönlich immer zu bunt. Ich mag gern weiß mit weiß auf weiß. Aber da sind ja die Geschmäcker unterschiedlich und das darf eben in der Kreativität jeder für sich selber entscheiden, wie er das gerne mag. Ich arbeite so. Das legen wir erstmal zur Seite, das benötigen wir gleich. Und jetzt tue ich das, was ich gerade auch schon getan habe. Ich nehme Blending-Pinsel, denn auch die Farbe Stempeln ist mir zu viel Farbe. Also werden wir sie einblenden. Hier ist nochmal ein kleiner Helfer, damit ich nicht das Unterteil so einschmiere. Eigentlich mag ich das nämlich gar nicht. Weil ich manchmal beim Weiterbasteln denke, dann saue ich mir vielleicht noch mein Projekt ein. Deswegen nehme ich häufig so irgendwelche Schmierzettel, um darauf rumzuschmieren. Genau. Und ich mag diese Blending-Pinsel einfach total gerne, weil man mit denen sehr, sehr gut entscheiden kann, wie viel Farbe darf es denn auf dem Projekt sein. Stempelabdruck kannst du natürlich den ersten, den zweiten oder den dritten. Beim zweiten ist es aber so, dass es manchmal schon irgendwo schief geht, irgendwo nicht mehr ganz vollständig ist. Oder du hast den ersten nicht tausendprozentig abgestempelt und dann wird der uneben, weil irgendwo noch vom ersten Stempelabdruck was übrig geblieben ist und dann bei manchen Stellen schon der zweite. Und da muss man immer gucken. Ich tue das auch, natürlich. Es kommt immer darauf an, was mein inneres Auge so sagt, wie das Projekt so werden soll. Weil ich mir ja vor meinem inneren Auge immer schon mein Projekt vorstelle. Und dazu habe ich dann eben auch eine Technik. Natürlich, das ist so ja der Erfahrungsschatz, den das Basteln über die Jahre mitgebracht hat. Deswegen probiere ich manchmal auch gerne einfach neue Techniken aus, um sie für mich dann zu verinnerlichen und für mich dann festzustellen, prima, das ist eine Technik, die mag ich, oder das ist etwas, was ich nicht mag, das kann ich nicht gut, oder das ist mir zu bunt, oder das ist mir zu viel Gematsche, oder. Und so bildet sich, glaube ich, irgendwann vor dem inneren Auge etwas, was so die Comfort Zone ist, wo du genau weißt, wenn du das Thema, keine Ahnung, Babykarte und oder eine Farbkombi oder beides, dann hast du vor deinem inneren Auge sofort eine Idee, wie das umsetzbar ist. Und wenn du neu bist und diese Ideen noch nicht vor deinem inneren Auge hast, dann empfehle ich dir, such dir Inspiration.
gib einfach bei Pinterest oder bei Google mal das Thema Babykarte ein. Schreib Stamping Up dazu, dann sonst siehst du ja auch fertige Babykarten, die gedruckt sind. Das, wir wollen ja basteln. Und genau, dann kannst du dort einfach ja kopieren. Versuch einfach mal, wenn du ganz neu anfängst mit diesem Hobby, einfach nachzuarbeiten, das, was jemand schon gemacht hat, nachzuwerkeln. Und dann, ich habe das am Anfang auch gemacht, habe dann immer geschrieben, wenn ich das hinterher gezeigt habe, ich bin inspiriert worden von Jana Trautmann oder von Steffi Helmschrott oder wie auch immer, damit die Mädels auch ein bisschen Credit bekommen, also ne, damit man sieht, wo man das her hat. Aber es ist überhaupt keine Schande, sondern eine gute Idee, anfangs erstmal nachzuarbeiten, erstmal in den Flow zu kommen, erstmal mit den Produkten vertraut zu werden und eigene Inspiration für eigene Dinge kommt nach und nach. Mach dir keine Gedanken darüber, dass du das nicht kannst oder dass du das nicht hast. Ich habe neulich eine ganz tolle Erklärung gehört. Kreativität ist wie ein Muskel. Den muss man täglich trainieren, wie ein Bauchmuskel im Fitnessstudio, damit er gut ausgebildet ist. Und das geht mit Fleiß. Also jeden Tag eine Karte nachmachen, dann kommt irgendwann deine eigene Kreativität hoch und du denkst, da ist es eine Blume, ich könnte es doch auch mit einem Blatt. Oder da ist es eine Blume, ich könnte es auch mit einem Tier oder mit einem Auto oder mit was auch immer dein Stempelset hergibt, was auch immer dein Wunsch ist, was du jetzt basteln möchtest oder der Anlass ist, weshalb du basteln möchtest. Kannst du dir dann einfach aussuchen. Und so entwickelst du dann deine eigene Kreativität. Du hast eine Karte gesehen und möchtest aber zur bestandenen Fahrprüfung da ein Auto statt einer Blume. Und so kommst du immer weiter weg, Karten einfach nachzubasteln. Du lernst die Anordnung auf einer Karte. Du kennst irgendwann das Wort der goldene Schnitt und entwickelst dann einfach auch deine eigenen Ideen in deinem inneren Auge, weil du einfach so viel schon gesehen und nachgemacht hast, dass du jetzt gar keinen Impuls von außen mehr brauchst, sondern die Kreativität aus dir selber kommt. Genau, so, ich habe jetzt hier drei Farben. Ihr habt auch gerade während meines Monologs nochmal gesehen, ich habe Fräsienlider nochmal nachgearbeitet, damit man den Streifen in der Mitte auch noch sieht. Und hier habe ich unsere Dimensionals in Reinform. Also sie nennen sich doppelseitig selbstklebende Schaumstoffbögen. Und das sind quasi nicht geschnittene Dimensionals. Und das Ding klebe ich jetzt hier hinten drauf. Jetzt müssen wir nur mal gucken, dass ich so ungefähr die Mitte erwische. Ja, ich glaube, so ist gut. So, dann schneiden wir das hier schon mal ab. Und jetzt zeige ich euch eins der Produkte, die ich euch noch nicht gezeigt habe. Das sind nämlich unsere Buchstaben. Tata. Und da wir ja hier zum Thema Blumen arbeiten, jetzt muss ich mal eben gucken, doch ist lang genug, können wir hier einfach Blumen hinlegen. Blumen. So. Und dann können wir einfach noch schauen, dass wir jetzt, wenn wir das dunkler haben möchten, ziehen wir das noch weiter runter. Wenn wir das noch ein bisschen heller möchten, schieben wir das ein bisschen weiter nach oben. So. Nur immer darauf achten, dass ihr eben auf diesem Pad bleibt. Deswegen habe ich mir das gerade so ein bisschen
zurechtgeschnitten. Ja, prima. Dann steht links neben mir meine Stanz- und Prägemaschine. Da legen wir das jetzt so ein und kurbeln das da durch. Ihr habt schon mal eine Stanz- und Prägemaschine gesehen, ne? Die lasse ich nämlich jetzt einfach da links stehen. So. Und das ist jetzt auch, seht ihr, ein ganz bisschen schief geworden, aber das ist total überhaupt nicht schlimm. Wir gucken einfach, ob das hinten gut durchgekommen ist. Das finde ich noch nicht. Also machen wir das Ganze nochmal dann durch. Ist ja auch ganz schön dick mit diesem Dimensional da unten drunter. Das sieht besser aus. So, und dann nehmen wir uns unseren Layer. Ich hoffe, ich bin noch mittig bei euch. Ich muss mal ein bisschen in der Kamera linsen. Doch, so müsste es gehen. Und dann können wir das hier einfach mal rausnehmen. Ja, gar nicht so einfach, ne? Wir fangen mal hinten an. Ich fange übrigens immer hinten an, wenn ich das aufkleben möchte, weil ich ja meistens hier in dem unteren Viertel arbeite, wenn ich eine Karte gestalte. Und fange jetzt hinten an, damit wir nicht quetschen müssen oder zu weit rauskommen. Wir haben ja nach vorne noch eine Menge Platz und darum fange ich hinten an. Und dann basteln wir uns einfach, und das ist ein bisschen mühsam, aber es ist die Mühe wert, denn jetzt haben wir unser Klebemittel gleich hier hinten dran. Denn jetzt, wenn ich hier Dimensionals aufkleben wollen würde auf den Buchstaben, den ich ausgenudelt habe, rückt mein Buchstaben raus hier. Das ist ja fürchterlich. Dann wird es richtig frickelig, weil das ist natürlich super dünn, ne? Und das ist jetzt hier, seht ihr, schon dran. Und kann jetzt einfach aufgeklebt werden, genau. So, was ihr jetzt auch seht, ist, ich habe das N falsch rum. Eigentlich gehört das so rum. Aber mit der Farbe nach unten machen wir jetzt das N falsch rum. Aber das ist alles nicht so schlimm. Das ist Kreativität, das passiert. Und das fällt hinterher niemandem auf. Es sei denn, ihr zeigt denen einer anderen Demo. Euren Kunden wird das nicht auffallen oder euren Freunden, denen ihr dann die Karte schenkt oder wie. Denen wird es nicht auffallen, dass das falsch rum ist. So, was aber einfach schön ist, wenn ihr das jetzt hier so seht, ist, durch dieses Filigrane der Buchstaben kriegen die Farben was super Edles. Und das mag ich total gerne. Genau, da helfe ich ein bisschen vorher mit den Fingern nach. Und ihr seht, ich klebe das hier einfach so nach Gutdünken dahin, damit das ungefähr in einer Höhe bleibt. So.
Und dann haben wir noch das U. Genau, bei so filigranen Dingen arbeite ich tatsächlich auch immer mit einer Pinzette, weil ich dann einfach, mit dem Finger könnte ich gar nicht so dicht das hinlegen, um dann zu gucken, ist es jetzt gerade, ist es jetzt vom Abstand schön, mag ich jetzt so leiden. Und darum arbeite ich eben viel mit einer Pinzette, gerade wenn es um so filigrane Dinge geht. Achso, ein bisschen schief, aber es ist alles nicht schlimm. Denn wir sind ja dann auch ganz schnell wieder bei ist selbst gemacht. Und wenn es fertig ist, fällt es niemandem mehr auf. Nicht vergessen. So, Blumen. Die schieben wir mal eben zur Seite. So, dann hatte ich ja gesagt, ich mache das zum Geburtstag. Ich nutze einen kleinen weiteren Helferlein. Der Helferlein heißt Sprüchemix und hat zum Geburtstag. Das wollen wir auch. Und jetzt habe ich natürlich die Wahl. Mache ich das jetzt in diesen drei Farben? Das könnte ich tun. Ich möchte aber gerne die Farben so wirken lassen und habe mich deshalb für die vierte Farbe entschieden, die wir noch benutzen dürfen, nämlich Schwarz. So, das legen wir ein bisschen zur Seite. Ich habe noch ein kleines Reststück. Dann bei den Klarsichtstempeln ist es wichtig, wenn du sie zum ersten Mal benutzt, dass du sie vorher einmal sauber machst. Sie werden geliefert mit so einer Schicht obendrauf von der Produktion. Die muss da erstmal runter. Das heißt, einmal sauber machen, bevor du sie das erste Mal benutzt. Und dann hast du nämlich auch die Chance auf einen vollständigen Abdruck. Genau. Aufdrücken, ein bisschen warten, damit das Papier die Chance hat, die Farbe anzunehmen. Dann stellen wir fest, das M ist ein bisschen sehr fett. Auch kein Problem, einfach umdrehen, neu machen. Das siehst du auch hier schon. Dafür liebe ich tatsächlich ja Fotopolymerstempel, weil du durchgucken kannst und sofort siehst, was da passiert. Also machen wir das Ganze noch einmal sauber. Und nicht vergessen, nachdem ihr das sauber gemacht habt, es auch wieder trocken zu machen. So. Und dann machen wir das nochmal. Jetzt sieht es besser aus, seht ihr? Und dann kann man hier zum Geburtstag. Entschuldigung, einfach aufstempeln. So. Das nehme ich so. Und dann nehme ich noch einen kleinen Helfer. Der kommt aus dem Stanzform-Set Kuschelgrüße. Die gibt es auf Seite 61 im Jahreskatalog. Und dort gibt es nämlich einen kleinen Tag. Der passt hier, als gehöre er dazu, genau drum. Und darum werden wir ihn dann
hier drauflegen. Jetzt wird es ein bisschen tricky, denn es, ihr seht, ne? Also der Tag hat eine kleine Biegung, die Platte hat eine kleine Biegung. Da muss man dann wirklich schon ordentlich arbeiten. Wenn wir ordentlich wären, da wüssten wir, wo die Platte ist. Das ist blöd, wenn die durchsichtig sind, ne? So. Und schön festhalten. Das kurbeln wir hier auch noch durch. So, den Tag wieder zur Seite. Das Ding in den Müll. Da hinten steht jetzt auch zum Geburtstag, aber das ist überhaupt nicht schlimm. Und das können wir jetzt einfach hier mit drauf kleben. Dann gibt es Blumen zum Geburtstag. Natürlich, weil das hier erhaben ist, muss auch dies erhaben sein. Und wichtig jetzt ist, dass du ein bisschen aufpasst, dass du eben die, ich nehme jetzt Mini-Dimensionals, die an die untere Kante setzt, damit hier oben über die Hälfte für den Buchstaben noch frei ist. Wobei man sagen muss, dass die Mini-Dimensionals etwas niedriger sind. Also sie sind nicht so hoch wie diese nicht geschnittenen Dimensionals, sag ich mal. Das ist aber auch alles nicht schlimm. So, und dann kannst du das jetzt hier von unten einfach hier ranschieben, so nah, wie du das gerne möchtest, damit man hier Blumen eben auch noch erkennen kann. So, Blumen zum Geburtstag. Aber ist ja schon mal, ne, Thema erfüllt, Blumen. Und die Farbkombi haben wir auch. Was ich aber ja gesagt habe, ist, ich möchte gerne mit dem Set Florale Schönheit arbeiten. Und streng genommen mit diesen beiden. Und da habe ich jetzt tatsächlich schon mal vorgearbeitet. Ich habe nämlich einfach aus grundweißem Farbkarton die beiden ausgestanzt und hier schon mal aufgeklebt auf unsere Glue Dots, Mini-Klebepunkte. Die gibt es ja hier auf der Rolle. Und jetzt habe ich auf jeden Klebepunkt, auf jeden Glue Dot schon mal ein Blümchen draufgesetzt und kann jetzt ganz entspannt mein Projekt verzieren, indem ich einfach diese Blumen hier wieder abnehme mitsamt dem Glue Dot und hier aufklebe. Zap, zap, zack. Und noch ein großes Blümchen dazu. Und dann machen wir einfach so bunt, wie wir wollen. Drumherum hier Blümchen und hier noch die kleinen dazwischen, so hier noch wieder ein großes Blümchen, die kann man dann einfach wunderbar abnehmen und hier so aufkleben, ganz süß. Da haben wir ein paar Blumen zum Geburtstag. Dann nehmen wir Flüssigkleber und kleben die Karte jetzt mit dem Flüssigkleber. Einfach hier drauf.
sieht man nicht, wenn ich sie hinstelle. Ne? Also bleibt sie liegen. Das ist mein Projekt für Catch the Sketch. Ich glaube, es ist 168. Mit den Farben Heideblüte, Fräsienlila, Babyrosa und dem Thema Blumen. Und ich habe ganz zum Schluss für euch noch mal eine andere Idee, denn ich habe tatsächlich diese Karte schon mal gearbeitet und zwar genau andersherum. Und du darfst jetzt für dich selber entscheiden, welche von beiden du schöner findest. Ich kenne meinen Favoriten tatsächlich und bin aber gespannt. Schreib mir gerne in die Kommentare, welche dieser beiden Karten du lieber magst. Genau, und dann freue ich mich auf dein Projekt. Entweder zum Thema Blumen oder zum Thema Farbkombination oder, so wie ich, gemeinsam in einem Projekt. Und das reiche doch einfach gerne bei Catch the Sketch ein. Wie das geht, steht in der Infobox. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Nachwerkeln, einen tollen Tag für dich und bis ganz bald. Tschüss!